Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Wir haben einen Auftrag von Elfina bekommen. Und zwar hat die Göttliche aus Orlé, die hat eine Botin geschickt, die Schwester Nightingale. Und der sollen wir nächtens im Thronsaal begegnen und ihr mitteilen, dass es eine harte Vorgehensweise nicht benötigt. Also werden wir genau das tun. Ich habe dann kurzerhand wieder umentschieden, das letzte Mal. So, Glauben heißt der Quest, genau. Also dann werden wir mal gucken, was uns da und wer uns da erwartet. Wer die Geschichte kennt, weiß es natürlich schon und verrät es jetzt bitte nicht unten in den Kommentaren. Also kein Spoiler. Kein Spoiler. Ihr könnt dann spoilern, wen man gesehen hätte. Also falls der Quest wieder bei mir aussteigt. Schöne Nacht für eine Patrouille. Oder schöne Nacht für eine Patrouille. Mhm. So. Und schon ist da irgendwie wieder Feind. Was haben wir denn da? Wer bist denn du? Seid ihr Magier? Du bist eine Magierin? Ehrbar, ne? So. Blutrünstiger, komm. So, dann haben wir dich mal. Wer seid ihr? Die Koterie? Knecht der Blutrünstigen. Halleluja, aber auch. So, dann gibt's ein Fläschchen. Meine Damen, die schmeißen schon. So, dann brauchen wir Hundi noch. So, komm mal her. Hinterhältiger Angriff. Jappi. Und Zwillingsfangzähne. Und hier schmeißen wir jetzt den Federhandschuh hin. Oh, wo ist er denn? Jappa, komm. Weil wenn wir den Federhandschuh schmeißen, haben wir jetzt das Glück, dass wir sehr viel mehr Schaden machen. Das ist eine feine Sache. So. Noch mehr von euch? Ah, lass schauen. Na komm, dann schlagen wir einfach mal so. Die sind jetzt betäubt. Sehr schön. So, wunderbar. Komm, Knecht. Du Knecht, du. Ja, los, 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 los. Die Magier machen Spaß, finde ich. Komm mal her. Komm. Und Fläschchen. Supi. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Das sind schon wieder so viele. Böse, böse, böse. Komm, Federhandschuh. Und jetzt auf geht's. Jawohl, los geht's. Juppidei. Und hinterhältiger Angriff. So, komm, noch mehr. Du bist erbärmlich. Das finde ich auch. Komm mal her. Dich machen wir jetzt auch noch alle. Wo ist da noch einer? Da oben ist noch einer. Und das war's auch schon. So. Knechte Blutrünst. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, da in den Thronsaal zu kommen. Silberne Parierstange. So, okay. Wo sind wir denn eigentlich? Ich blicke gerade gar nicht durch. Da geht es nicht zum Thronsaal. Da müssen wir rum, oder? Nee, da müssen wir auch nicht rum. Och, Mensch. Doch, natürlich, da müssen wir hoch. Genau da müssen wir hoch. Da ist irgendwo der Thronsaal. Also dann. Der Weg des Vicomte. Genau, schau mal einer an. Das ist schon, das sieht mir schon wieder aus wie... Das sind schon wieder diese Blutrünstigen. Also gut. Das sieht mir aus wie ein Magier. Jetzt ist er weg. Okay. Wo ist er? Da ist er. Komm mal her. Nee. Wo ist der Blutrünstige? Wow! Wo ist denn dieser Magier? Na, der wird schon wieder auftauchen, bin ich ziemlich sicher. Und hinterhältiger Angriff. Juppie, komm. Wow. Was ist das Rotes da? Ja, was immer das ist. Ich nehme mal einen Heiltrunk und mach mal, dass ich hier wegkomme. Da ist er. Komm her. Und dich greife ich jetzt mit dem Federhandschuh an. Ja, siehst du? Federhand, nicht mit dem Federn im Rachefeldzug. Dann haben wir dich auch gleich, mein Freund. Komm her. So, okay. Oh, das ist heftiger. Und ich helfe dir. Vielleicht muss ich gleich mal gucken. Ja, komm, komm, komm. Also gut, ihr kriegt ein Fläschchen von mir. Fläschchen. Eppi, betäubt. Dann mache ich hier erstmal weiter. Ich finde, wenn man die Magier dabei hat, kann immer nichts schief gehen. Also, naja, so, jedenfalls nicht so leicht schief geht, komm, hinterhältiger Angriff. Oh, jetzt renne ich dem da hinterher. Lass mal meine Magier in Ruhe. Ja, ergebt euch, finde ich auch.
So, komm her, komm her. Jepa, ich mache euch nieder. Hannah ist gut drauf. So, komm, auf geht's. Der Enders hat geheilt. Enders hat geheilt. So, jetzt bitte. Und da haben wir sie auch schon. Oh, da drüben ist eine Truhe. Also es war zu erwarten, dass es nicht ganz einfach ist. Lyriumtrank, das ist immer wichtig. Weil irgendwie habe ich noch kein Rezept für einen Lyriumtrank gefunden. Das finde ich doof. Oder eine Verletzungsausrüstung. Ich weiß auch nicht, habe ich da immer irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Gut, okay. Juppie. Gut, dann geht's jetzt hoch in die Feste. Mal gucken, ob uns da oben gleich wieder was erwartet. Hallo. Hallo. Guten Abend, Bürgerin. Abend. Können wir da jetzt einfach reingehen? Na gut, okay. Der steht da oben ganz ungerührt, während wir da unten angegriffen werden von den Blutrünstigen. Die werden jedes Mal von Magiern angeführt. Das ist schon sehr, sehr spannend. Schau mal einer an. Das sieht ja eigentlich so aus. Ganz normal hier, oder? Hm. Da kommen wir aber nirgends rein. Na gut, er hat ja gesagt, dass die Feste seit dem Kunari-Vorfall geschlossen ist. Okay. Die grüßen uns auch. Also Champion sein ist schon cool. Der Thron seines Vicomte wurde nach seinem Tod verriegelt. Ja. Ein seltsamer Ort für eine heilige Schwester. Ja, das finde ich jetzt allerdings auch. Mal ganz ehrlich sagen, so. Das war's. Und ich kann das auch einfach aufmachen. Das ist fein. Gut. Dann sind wir jetzt auch schon gleich im Thronsaal, oder? Ja. Gut. Hundi. Blutmagier. Das ist das, Schwester? Nein. Würde ich jetzt nicht denken, oder? Jetzt fürchtet uns also sogar die Göttliche. Das sollte sie auch. Huch. Tötet die Spione! Also da geht's schon ordentlich ab hier. Mit den Magiern. Das ist schon mal ganz offensichtlich. So. So, wo ist sie denn nun? Du bist erledigt. Komm her und fehlt. Ja, so, schau an. Und ich denke, dass es sinnlich macht, erstmal sich hier mit diesen Magiern zu beschäftigen. Da mich aber auch. Ich wollte einen hinterhältigen Angriff. Komm her, los. So werden wir uns erstmal mit den Magiern beschäftigen. Komm her. Los. Komm. Ja. Nein, die sind nicht so stark. Die schaffen wir locker. Ihr seid betäubt vor allem auch. Oh, du hast aber eine Menge Leben. Komm her, komm. Na los, dann machen wir mal mit dir weiter. Und da drüben geht der Sturm los. Wie sieht's denn aus mit meinen Leuten da unten? Wow. Komm her. Und los geht's. Haben wir alle? Wir haben alle. Ne, da ist noch einer. Gut, wir sammeln mal ein. Dämon des Zorns. Wir nehmen das Zeug mal, hallo? Genau. Lass mal die Mädel... Die... Lauter Zeug. Das ist schön. Die abgefallene Klinge. Müssen wir nochmal gucken. Der ist aber... Oh, komm, jetzt machen wir ihn fertig. Juppie! So, jetzt bin ich gespannt, ob wir hängen bleiben. Lädt, 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 lädt. Ich hoffe sehr, dass das jetzt weitergeht. Das ist nämlich das Problem. Irgendwie steigt mein System. Gerne an der... Just an der Stelle aus. Und wenn ich auf Escape gehe, dann ist die ganze Spielszene kaputt. Nö, nicht mal das. Und ich würde euch so gerne jetzt die folgende Szene zeigen, aber... Ich weiß nicht, ob das System sich jetzt noch berappelt. Ich weiß nicht, was mit diesem DLC los ist. Das ist sehr, sehr schade. Ach komm, ich würde es so gern zeigen. Hallo. Ach. Hallo ihr Lieben. Ja, ne, da habe ich mich gerade verabschiedet und schon bin ich wieder da. Und ich will euch verkünden, dass ich das Internet einfach liebe. Weil nachdem, ja,
diese Spielszene, die Ingame-Spielszene nicht geladen hat, habe ich mal recherchiert. Es liegt an dem Patch 1.04. Das Problem hatten viele andere auch schon. Ich hatte es auch schon, seit ich diesen Patch drauf habe. Allerdings hat vor 3 Monaten auf dem Social BioWare Forum jemand eine verblüffend einfache Lösung gepostet. Und die habe ich jetzt ausprobiert und habe mich jetzt wieder hierher vorgespielt, damit wir dann einfach sehen, was denn da passiert und diesen Quest auch zu Ende bringen, weil wir brauchen ja die positiven Punkte von Sebastian, weil, ne, sonst kriegen wir den ja nie von unserer Gutherzigkeit überzeugt. So, ich denke, ich werde aber hier nochmal eine Runde einsammeln, sollen die anderen kämpfen, genau. Upsa, und die gute Meryl hat einen Lyrium-Trank getrunken, naja gut, okay. So, jetzt werden wir dem dann den... So, und jetzt werden wir gleich Schwester Nightingale. Ne, da kommt ja noch einer. Halt, wo kommst denn du jetzt her? Mach mal, dass du da wegkommst. So. Ja, werden wir gleich Schwester Nightingale kennenlernen. Leider mit neuer Stimme, muss ich dazu sagen. Die passt überhaupt nicht. Finde ich. Nicht für diese gestandene Frau. Jo. Hallo. Die Resolutionisten. Ich hätte wissen müssen, dass sie damit zu tun haben. Wer sind die Resolutionisten? Ein Zweig einer Bruderschaft innerhalb des Zirkels der Magi. Es gab schon immer Gruppierungen, die die Freiheit von der Kirche und die Abschaffung des Zirkels unterstützten. Und wir haben sie toleriert. Die Resolutionisten haben sich jedoch der Gewalt zugewandt. Höchstwahrscheinlich stecken sie hinter den Unruhen hier. Okay. Und ihr seid? Seid ihr Schwester Nightingale? Die bin ich. Ihr könnt mich aber auch Liliana nennen. Na, kennt ihr sie? Die Göttliche hat mich entsandt, um die Möglichkeit einer Rebellion hier in Kirkwall zu untersuchen. Ich habe ein wenig Erfahrung mit ungewöhnlichen Situationen. Die Liliana, die an der Seite des Helden von Ferelden gegen den Erzdämon gekämpft hat? Ah, ich sehe schon. So nah an der Grenze nach Ferelden wird es schwieriger sein, anonym zu bleiben. Ja, ich kannte den Helden von Ferelden. Sie bedeutet mir viel. Ich arbeite jetzt für die Göttliche in Orlais. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in diesen Teil von Thedas zurückkehren würde. Okay, dann bedanken wir uns mal für die Hilfe. Ich danke euch, dass ihr vorhin eingegriffen habt. Ja, war ja nicht mehr viel zu erledigen. Das war selbstverständlich. Aber da sie euch für mich gehalten haben, müssen sie wissen, dass ich in Kirkwall bin. Die Göttliche hat schon seit langem den Verdacht, dass die Probleme Kirkwalls von einer auswärtigen Gruppierung angefacht wurden. Ah, guck an. Wollt ihr etwa sagen, nicht jeder Magier mit ein bisschen Verstand könnte auf die Idee kommen zu rebellieren? Oh, du Depp. Dieser Angriff beweist, dass sie recht hat. Wollt ihr damit sagen, dass ihr das alles eingefädelt habt? Ich habe durchsickern lassen, dass ein Gesandter der Göttlichen eintreffen würde, um die Schwierigkeiten mit den Magiern zu untersuchen. Was sie verurteilt, ist die Reaktion, zu der sie sich entschlossen haben. Okay. Unternehmt bitte nichts, was die Lage verschlimmert. Es gibt noch immer eine Chance auf Frieden. Das sollte ich sagen. Die göttliche Justinia nimmt die Situation ausgesprochen ernst. Sie ist der Überzeugung, dass dies die schlimmste Bedrohung für Thedas seit der Invasion der Kunari ist. Eine Handvoll Abtrünniger? Wie sollte das denn? Die ganze Welt blickt auf Kirkwall. Wenn die Stadt der Magie zum Opfer fällt, ist keiner von uns mehr sicher. Keiner von euch. Sagt Elthina, sie soll fortgehen. In der großen Kathedrale in Orlais wird man ihr Zuflucht gewähren. Sie ist hier nicht mehr sicher. Diese Magier sind völlig außer Kontrolle. Und der Anders, ja, der spielt jetzt hier im 3. Akt keine schöne Rolle mehr. Ich will mal ganz kurz gucken, ob man hier noch irgendwas finden kann. Aber ich... kann man natürlich nicht. Okay. Gut. Okay, dann haben wir den Quest jetzt abgeschlossen. Ich habe meine 15 Punkte. Wir haben Liliana wieder gesehen, die ich ja sehr, sehr gerne mag. Für mich neben Morrigan die beste... und Shale die beste Figur in Dragon Age. Und zwar in beiden Teilen. Und was ich sehr schade finde, ist, dass sie ihr jetzt diese neue Stimme gegeben hat, weil mich stören 2 Dinge. A, ist die Stimme zu jung. Und B, lispelt sie mir zu sehr. Das, ne, die Liliana müsste ja eigentlich mittlerweile auch schon etwas älter sein, weil sind ja immerhin 7 Jahre jetzt vergangen seit der Verderbnis. Sie war ja damals schon eine Frau mit Vergangenheit. Also sie müsste jetzt Mitte 30 sein und dann hat man nicht mehr so eine Stimme. Das stört mich sehr und
Falls wir Liliana in Dragon Age Inquisition wiedersehen, hoffe ich, dass sie ihr wieder eine andere Stimme geben, eine reifere. Dieses junge Lispeln passt mir überhaupt nicht. Aber soll auch egal sein. Jetzt haben wir diesen Quest abgeschlossen. Wunderbar. Und jetzt machen wir auch tatsächlich Schluss. Und jetzt wünsche ich euch diesmal wirklich und endgültig für dieses Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis morgen. Ciao.